Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. Der Trailer von gestern ist noch nicht mal 24 Stunden alt, da habe ich schon wieder ein paar interessante Informationen. Vorab, lasst euch bitte von der Länge des Videos nicht abschrecken, ich habe das Video vollgepackt mit ganz interessanten Informationen. Ich finde es oft sehr ärgerlich, ich stecke immer sehr viel Mühe in meine Videos und oft ist es so, dass die Videos nach der Hälfte der Zeit schon wieder weggeklickt werden, was ich sehr, sehr schade finde. Darum soll es jetzt aber nicht gehen. Kurz zum Inhalt. Ich rede jetzt über die Sentinel. Da sind nämlich ein paar Fähigkeiten aufgetaucht. Allem voran ein spezieller Perk. Es gab bis jetzt noch keine Waffe, die einen speziellen Perk hat. Die Sentinel wird die erste sein. Mega interessant. Also, bleibt bis zum Schluss dran. Ich halte es interessant, denke ich zumindest. Dann möchte ich über zwei Sachen nochmal sprechen, die den Trailer betreffen. Einmal natürlich den Revenant als offiziell von EA bestätigte Legende. Könnt ihr jetzt nämlich auf EA auch richtig sehen. Und da gibt es eine kleine Beschreibung, die eine Theorie von mir bestätigt, wo nicht alle auf meiner Seite waren in meiner Analyse, was ich sehr interessant finde. Dann über das kleine Mädchen möchte ich sprechen. Da sind wir uns eigentlich alle einig, wer das sein wird. Und ich zeige euch den, ich sag mal zu 99% den Beweis, dass es tatsächlich die Person ist, für die wir sie halten. Dann möchte ich nochmal kurz die Krypto-Storyline anreißen. Ich fand es nämlich sehr, sehr geil, dass mit einer fetten Story rund um Krypto die Season 3 begonnen hat. Und jetzt wird die ganze Geschichte nicht so wirklich auf- oder beziehungsweise fortgesetzt. Das finde ich sehr, sehr ärgerlich. Deswegen möchte ich da kurz mal drüber reden. Und natürlich auch eure Meinung dazu wissen. Und über die drei Lichter am Himmel möchte ich nochmal kurz reden oder das anreißen. Dann, dort möchte ich einen Mythos so ein bisschen, ich sag mal, zerstören. Viele sagten ja vorher, das ist der Forge, der drin ist. Jetzt, wo klar ist, dass es nicht der Forge wird, denken viele, das ist der Revenant. Und diesen Mythos möchte ich einfach mal zerstören und rede dort kurz drüber. Also, viel Spaß bei dem Video. Wie gesagt, ich wünsche mir, dass er bis zum Schluss dran bleibt. Würde ich mich sehr drüber freuen. Lasst wie immer dem Video jetzt schon mal einen Daumen nach oben da, ein Abo, wenn ihr neu seid. Wenn ihr nichts rund um Apex Legends gerade in Sachen Season 4 und Informationen verpassen wollt. Das war's von mir jetzt. Viel Spaß bei dem Video. Ich fange mal mit der offiziellen EA-Seite zu Apex Legends an. Verlinke ich euch gerne auch in der Videobeschreibung, dann könnt ihr euch das selber mal anschauen. Und dann zeige ich euch mal, ihr müsst hier direkt auf den Reiter Season 4 gehen und nicht auf Legenden, ganz wichtig. Wenn ihr da dort drauf geht, seht ihr schon mal offiziell den Revenant. Ihr findet jetzt nicht mehr den Forge auf dieser Seite, der ist jetzt komplett raus. Wenn ihr hier drauf geht, seht ihr ja, könnt ihr euch nochmal den Trailer reinziehen und wenn ihr jetzt hier weiter runter guckt, seht ihr jetzt eine kleine Beschreibung dazu, die meine Theorie bestätigt. Und ich blende euch auch gleich von Twitter nochmal offiziell etwas ein, was auch meine Theorie nochmal bestätigt hat. Ihr lest hier unten, die neue Legende Revenant von Hass und Rache besessen, nutzt Revenant übernatürliche Fähigkeiten, um seine Feinde zu jagen und dem Tod zu trotzen. Ich möchte jetzt kurz nochmal meine Theorie rund um diesen Rachefeldzug aufgreifen. Da war ja nicht jeder meiner Meinung, weil mir vor lauter Euphorie tatsächlich übersehen, dass es ein Kopfgeldjäger ist, der für 10 Mille da jemanden platt hat. Also ich habe das zwar gesehen, habe das aber ganz in meiner Analyse völlig vergessen, dass es ein Kopfgeldjäger ist, der einfach für viel, viel Kohle einen Typen platt macht, wo ich immer noch nicht hundertprozentig sicher bin, wer das ist, ob das der Chef von Hammond Robotics ist, keine Ahnung, ich gehe mal davon aus. Auf jeden Fall habe ich gesagt, dass es ein Rachefeldzug ist und da waren viele der Meinung, ey, das ist nur ein Kopfgeldjäger. Aber, und dann ist das aufgetaucht und auch von EA, was ich euch gerade gezeigt habe, was das bestätigt, ich werde es nicht wortwörtlich übersetzen, aber grob im Inhalt, der Revenant war einst der beste oder der größte Kopfgeldjäger vom Syndikat. Als bei der Programmierung aber etwas schief ging, hat er erst festgestellt, was Hammond Robotics ihm angetan hat, sehnt sich jetzt nach Rache und will jeden, der mit Hammond Robotics nur irgendwas zu tun hat, jetzt platt machen. Also bestätigt es auf jeden Fall ein Stück weit meine Theorie. Kommen wir nun zu diesem kleinen Mädel. Da gibt es ein paar Theorien, wer das sein könnte. Ich möchte diese Theorie jetzt einfach mal bestätigen. Zu 99% wage ich es zu behaupten, dass das Loba ist. Früher hieß sie Rosie, heißt jetzt Loba, genauso wie beim Revenant, der früher Blackout hieß, heißt jetzt Revenant. Hat einen Grund, warum sie jetzt Loba heißt. Macht die ganze Geschichte backgroundmäßig ein bisschen interessanter oder als kleines Gimmick, gerade für den Trailer. Ich zeige euch mal, was passiert, wenn man beim Google-Übersetzer die Sprache auf Spanisch oder Portugiesisch, sie ist Portugiesin, was passiert, wenn man Loba eingibt. Ich habe da mal was vorbereitet. Als kleines Gimmick sage ich jetzt einfach mal. Und was kommt da raus? Loba heißt auf Deutsch Wolf. Und wer diesen Wink jetzt noch immer nicht versteht, dem zeige ich Folgendes.
Ich bin jetzt nochmal in den Trailer gesprungen und zeige euch nochmal die Szene, wo das kleine Mädchen ein kleines Geschenk erhält. Das hat jeder von euch sicherlich mitbekommen. Was das genau war, habt ihr bestimmt auch gesehen. Aber mit dem Wissen, dass Wolf auf Portugiesisch Loba heißt, kann man ja jetzt sicher davon ausgehen, Achtung, hier ein kleiner Wolf, eine Skulptur, dass das quasi ein versteckter Hinweis ist, dass die kleine Loba ist. Der Trailer spielt ja nun 25 Jahre oder 30 Jahre in der Vergangenheit, grob, so wie ich das gehört habe. Können wir davon ausgehen, sieht man ja am Ende des Trailers, dass sich die Kleine am Revenant rächen will. Jetzt rechnen wir einfach mal die paar Jahre drauf. Das ist jetzt ein erwachsenes Mädel. Und jetzt möchte ich euch Folgendes nochmal ins Gedächtnis rufen, was ich vor ein paar Tagen schon mal gezeigt habe, und zwar einige Pings vom Revenant, bevor überhaupt hundertprozentig klar war, der Revenant kommt jetzt auch als nächste Legende. Und das ist nämlich meine Theorie, warum ich glaube, dass Loba tatsächlich vielleicht schon in Season 4, ansonsten spätestens in Season 5 kommen wird. Achtung, ich blende euch hier von den Leaks, die ich veröffentlicht habe, die natürlich nicht von mir sind, nochmal die Pings ein. Und zwar gleich das allererste, was markiert ist. Der Revenant pingt etwas, das sich Black Market Enemy nennt. Das Enemy lasse ich jetzt einfach mal außen vor. Black Market ist eine Fähigkeit von Loba. Ich kann euch mal grob vorlesen, was Black Market als Spezialfähigkeit bedeutet oder was da passiert. Platziere ein Gerät, das alle in der Nähe befindlichen Gegenstände automatisch stiehlt. Wie genau das natürlich in der Realität umgesetzt wird, sei mal dahingestellt, aber das ist eine Fähigkeit von Loba, die sich Black Market nennt. Und da der Revenant in-game schon in den Quellcodes diesen Ping hat, können wir davon ausgehen, dass Loba früher erscheint, als wir es vielleicht denken. Ich vermute deswegen in Season 4, vielleicht in Split 2, wo dann der Kings Canyon zurückkehrt. Ansonsten bin ich fester Überzeugung, spätestens zu Season 5. Auch hier bin ich natürlich für jede Theorie offen, also schreibt gerne in die Kommentare, was ihr von meiner Theorie haltet oder ob ihr eine eigene habt. Ich möchte jetzt nochmal ganz kurz die Theorie rund um die drei Lichter am Himmel aufgreifen. Und deswegen habe ich hier diesen Screensaver, den man ja schon seit ein paar Tagen kennt. Den zoome ich mal ein bisschen näher ran. Und im Hintergrund sieht man ja den World's Edge und dieses Riesengebilde. Das scheint dieses Teil zu sein, was da am Himmel rumschwebt. Ich möchte eigentlich eher jetzt auf die Theorie, was sich in diesem Schiff befindet, aufgreifen. Und zwar gab es ja die Theorie, dass es ein Schiff ist und was sich in diesem Schiff befindet. Da haben viele ja geschrieben, erst als es hieß, dass der Forge die neue Legende ist, da wird Forge drin sein, das wird landen, das Schiff, und da gibt es eine riesen Karte auf der Map. Dann kommt der Revenant, der Forge raus. So, jetzt möchte ich aber diesen Mythos rund um den Revenant, der ja eigentlich drinne sein soll, laut vielen Gerüchten, mal zerstören, denn vor ein paar Tagen wurde ja der Revenant gesichtet auf dem World's Edge und hat den Forge umgebracht. Also macht es ja keinen Sinn, dass er da oben die ganze Zeit am Himmel schwebt und wartet, bis er endlich in Season 4 erscheint. Er war ja schon auf dem World's Edge. Also zerstöre ich jetzt einfach mal die Theorie, dass in diesem Schiff der Revenant sein wird. Das macht für mich keinen Sinn. Man wäre ja irgendwo gelandet, steigt kurz aus, macht den Forge platt, steigt wieder in sein Schiff und fliegt wieder hoch und wartet, bis Season 4 beginnt. Macht für mich keinen Sinn. Deswegen die Theorie von mir, also definitiv, macht die keinen Sinn, dass da eine Legende drin sein wird und auf seinen Erstauftritt wartet. Also das ist die Theorie von mir. Jetzt könnt ihr euch natürlich darüber auch gerne mal Gedanken machen, was das denn sein könnte. Und jetzt möchte ich kurz, bevor ich gleich zu der Sentinel komme, nochmal die Geschichte rund um Krypto aufgreifen, denn da fehlt mir ein bisschen was. Warum ich die Geschichte rund um Krypto nochmal aufgreifen will, ganz einfach. Natürlich ist Apex ein Battle Royale. Wir fliegen mit einem Schiff, springen aus dem Jump Ship raus, das Ziel ist es zu landen, alle Leute platt zu machen und als letztes drauf zu gehen. Da ist Story eigentlich eher nebensächlich. Jetzt hat Apex bzw. Respawn ja eindrucksvoll bewiesen, wie geil die Trailer und Hintergrund-Storylines sein können. So, dem Krypto haben wir ja zu verdanken, dass wir überhaupt auf dem World's Edge sind. Was hat er gemacht? Wer es nicht weiß, ich greife es ganz kurz nur an. Er hat auf dem Kings Canyon den Repulsor Tower gehackt, um sich so Zugang zu einem Schiff zu verschaffen und auf dem World's Edge zu landen, weil er wollte damit stoppen, dass die Apex Games weiter auf dem Kings Canyon stattfinden, und so auf dem World's Edge zu landen und dort Beweise gegen das Syndikat zu suchen für irgendein Verbrechen. Ich bin storytechnisch Krypto jetzt nicht mehr ganz so konform, deswegen reiße ich es nur grob an. Es wurde halt gesagt, dass der Krypto nach Beweisen im World's Edge sucht. So, das war der Start von Season 3.
Und jetzt frage ich mich, so kurz vor Season 4, hat der Krypto denn irgendwelche Beweise für irgendwas gefunden? Wie geht's mit dem Krypto weiter? Gibt es irgendwas, was man da vielleicht noch zeigen könnte? Und das ist das, was mich so ein bisschen ärgert. Man haut da einen Mega-Trailer mit einer Story raus, aber die Story wird augenscheinlich nicht fortgesetzt. Und das ist so ein bisschen das, was ich nicht unbedingt negativ kritisieren will, aber ich sehne mich nach mehr Hintergrund, auch wenn es ein Battle Royale, der ja keine PvE-Elemente bis jetzt besitzt, sehne ich mich nach mehr Hintergrundinformationen. Die Hintergrundgeschichte von Wraith haben schon viele gefeiert, auch wenn die eher sehr, sehr klein war. Wäre es eigentlich geil, wenn man schon so ein... Das ist wie wenn du einen Hund, einen Schnitzel auf den Boden wirfst und sagst, halt, stopp, das frisst du jetzt nicht. So sehne ich mich eigentlich nach mehr Story-Informationen. Da wird einem ein Trailer hingeworfen, der jetzt nicht fortgesetzt wird, geschichtlich zumindest gesehen. Deswegen hoffe ich, dass da noch ein bisschen mehr passiert. Vielleicht zum Abschluss von Season 3 nochmal irgendwas über den Krypto, würde ich mich wirklich drüber freuen. Auch hier, lasst euch mal aus, ob ihr Bock hättet auf mehr Storylines. Auf jeden Fall macht es für mich keinen Sinn, das ist wie ein Film anzufangen und ihn nicht zu Ende zu gucken, obwohl die Story eigentlich mega geil ist. Das dazu, jetzt kommen wir zu der Sentinel, dem wahrscheinlich interessantesten aus dem Ganzen. Viel Spaß damit. Über die Sentinel wird Folgendes geschrieben, ich habe es grob übersetzt, sie wird als schnell, genau und chirurgisch bezeichnet. Keine Ahnung, was chirurgisch, wahrscheinlich zerfetzt es den Gegner mega. Und die Besonderheit an dieser Waffe soll sein, dass sie selbst auf einer Hai-Tier-Rüstung, quasi lila oder gold, extremen Schaden verursachen soll. Und jetzt kommt's, der Perk, die Spezialfähigkeit, über die ich anfangs gesprochen habe. Es soll möglich sein, dieser Waffe eine Schildbatterie einzufügen, einzuflößen mit irgendeinem Tastendruck und so einem gewissen Schuss, ich nehme nicht an, dass das das ganze Magazin betrifft, sondern einem speziellen Schuss, so viel extra Power zu verleihen. Und dieser extra Power-Schuss wird wie folgt beschrieben: Wenn dein Gegner dich bemerkt, ist es für ihn längst zu spät. Alter! Also da bleibt auch nicht so viel Luft für Fantasie. Ich behaupte jetzt einfach mal, egal ob ich jetzt ein lila Körperschild oder Gold habe, ist ja von der Rüstungsstärke genau gleich. Das klingt fast wie One-Shot. Keine Ahnung, vielleicht muss man einen Headshot verteilen, damit das funktioniert. Aber diese Beschreibung finde ich mega heftig. Auch übrigens, weil ich gerade darüber spreche, dazu habe ich zwar keinen Beweis oder dafür habe ich zwar keinen Beweis, aber ich habe gehört, es soll wohl etwas ins Spiel finden, wo man vier kleine Schildzellen quasi zusammenfügen kann zu einer großen Schildbatterie. Wie gesagt, das ist jetzt von mir ein Gerücht, was ich gehört habe. Ich habe dafür leider keinen Beweis, weil ich mich jetzt gerade daran erinnere, dass die Sentinel einen Perk hat, wo man einfach mal eine Schildbatterie irgendwie benutzen kann. Ich sage jetzt einfach mal verschwenden, weil eine Schildbatterie verschwenden ist schon echt mega heftig. Ich muss sagen, ich hätte mich ganz ehrlich eher darüber gefreut, wenn es eine MP wird, wie zum Beispiel die KSMG oder die Bolt SMG. Ich gehe aber davon aus, dass hier in Season 4 auch noch mehr passieren wird, denn die Pings zu Revenant und diesen beiden MPs habe ich auch schon mal gezeigt. Darum soll es jetzt aber nicht gehen. Das war es inhaltlich jetzt zum Video. Ich weiß, es ist ein bisschen länger geworden. Ich hoffe, dass euch das inhaltlich gefallen hat. Lasst mich das natürlich wie immer mit einem Daumen nach oben wissen. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid, wenn ihr nichts rund um Apex Legends verpassen wollt. In Sachen gerade Informationen, Season 4 steht vor der Tür am 4. Februar. Livestreams und Tipps und Tricks, Videos gibt es auch auf meinem Kanal. Das soll es von mir jetzt gewesen sein. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und am Dienstag schon mal einen schönen Start in Season 4. Wenn wir uns bis dort nicht nochmal hören sollten, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.